Melli, du von unten, ich von oben. Hier oben liegt ein Feuerstock. Jetzt liegt er unten. Braucht ihr noch ein Aufnehmen. Feuerzeug oder wie? Nee, haben wir. Okay. Und Wolfi, guck, für dich so ein Leuchtfeuer Jo. hier. Gut, ne? Dunkel machen, Wolfi. Von mir aus. Das sieht ja aus, ey. Dunkel sieht doch viel schöner aus. Alter, guck dir mal die Dinger an, ey. Divo, ey. Voll Krieg, Alter. Der Raketenwerfer, Wolf. Boah, Digga. Voll laut. Oh, oh, oh. Die ganze Welt explodiert hier. Bam, 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 bam. Voll geil, ne? Muss mal ein bisschen leiser machen. Hi, Barty. Oh, wird weniger. Wolfi, das ist Artillerie, wa? Ja, cool. Hier war, das war Rambazamba, würde ich sagen. Also, ne? Und zack, wieder hell. Da kommt der Guido. Das sehe ich schon im Auto. Und da hinten Tatsächlich. ist die Anja. Onkel Anja, Anja wo ist ist sie unten denn? da. Ja, Onkel Anja ist auch schon da. Ey, dann Ja, Anja ist auch da. hat sie das ja mitbekommen, oder er? Das war ein geiles Feuerwerk, ne, Melli? Hat sich gelohnt, oder? Stell dir mal vor, die doppelte Anzahl, Alter. Boah, das ist schon ein geiles Ding, ey. Pivo, wie Silvester, ne? Die ganzen leeren Bienenkörbe oder wie die Dinger da heißen. Batterien, ne? No. Pivo Leuchtpistole. Cool. Der erste Bes Spieler beschwert sich, weil es kurz Nacht war, Wolfi. Ja. Oh, soll sich nicht so anstellen. Er sagte, er geht vom Server. Ja. Lacho Boy heißt er. Bye bye. Morgen ist so ein Finsternis. Ja.
War eine Wolfi-Fenster. Ja. Die dauern ja immer so 3-4 Minuten, ne? Ach, war schon ein gutes Experiment, ne, oder? Das muss auch mal sein, Leute. Das machen wir doch nicht jeden Tag sowas. Oh, guck, ist Anja. Olli, wann guckst du mein Konto, sagt Stalin. Wegen seinen 14 Millionen. Ja, stimmt. Ich kann ja, ich kann dein Konto doch gar nicht gucken, Nase. This player. Ach, kann man das denn sehen, wie viel Geld der hat, oder was? Ja, ja. Showplayer-Info am besten noch und, ne? Ja, das kann ich ja im Stream nicht machen. This Player reicht. Wolfi, das kann ich ja im Stream Nein, nicht machen. Ich weiß doch. Hast du ein Bild? Du machst eine andere Karte, machst du irgendein Bild drüber. Wie 14 Millionen? Du hast 2 Millionen, du Nase. Er hat 2 Millionen. Nicht nur das mit dem Schreiben, Habert, mit dem Lesen auch, oder was, Stalin? Stalin, was ist da los? Also, Buchstaben hätte ich ja verstanden, aber Zahlen. Er hatte doch 14 ja. geschrieben, ne, oder? Ja. Also, Wolf hat auf jeden Fall eine Million, glaube ich. Und er hat 2,2. Kannst du ruhig nachgucken. Ich habe 1,3 Millionen. Und er hat 2,2. Kannst du auch ruhig sagen, Olli. Soll ich mal deine Nachrichten zeigen? Mit deinem Busen? Wegen ein bisschen Feuerwerk oder was? Oh, die sind schon wieder, die beschweren sich wieder, Wolfi. Oh, echt, Leute. Ja, also Leute. Bisschen Feuerwerk au, und Admin-Busen. Au, 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 au. Au. Traurig geht die Welt zugrunde. Das war ein Feuerwerk für Wolfi, Heiko. Kein Admin-Busen, gar nichts. Wer hat dann das geschrieben, Heiko? Na klar. Ja, ist doch typisch, ist doch klar, Heiko. Ich hab dir doch gestern was zu Heiko gesagt. Wolfi. Schwarzgeld macht es möglich. Was denn? Und jetzt kommt meine private Sammlung für alle, die es nochmal genießen wollen. So, das Feuerwerk. Mhm. Und dann nehme ich nur eine kleine Auswahl. Das fährt noch da? Der Rianische Imperator, wieso, wer hat denn, wo hast du denn was Negatives über uns gelesen oder so? Erzähl mal ein bisschen, ich bin neugierig. Wo ist denn hier Propaganda? Da lag eine Pizza auf dem Tisch. Oh, das Pferd ist noch da, cool. So, das, ja, ich dachte irgendwas Neues.
Moderator 26 Monats-Abo. So für 3 für 2. Achso, das sind Heikis Dinger da, ne? Die werden dann übersetzt. Heiki, wenn du die Dinger kopierst, dann schreibt er das hin, was das ist, ne? Denn das sind deine Zeichen da, weißt du? Heike hat die Stufe 3 Sub, Leute. Das darf man nicht unterschätzen hier oder so. Aber Lea ist sauer wegen Admin-Busen. Ach, das Original hast du schon gelesen? Ja. Und was hast du denn dazu? Spiegelt sogar im See so ein bisschen manchmal, ne? Das ist jetzt groß und klein gemischt. Im Dunkeln sieht das viel schöner aus. Sicher, Wolfi? Ja, ja. Ja, aber dann gehen hier die Leute vom Server, Wolfi. Das geht ja auch nicht. Ist alles gut. Oh, Imperator, ich bin sowas schon gewohnt. Die können ruhig labern, was sie wollen. Mir ist eigentlich egal. Arme Pferd da eingesperrt und da knallen die ganzen Dinger hin, ey. Das läuft bestimmt schon im Dreieck wegen dem ganzen Knallkram. Wolfi! Sehr, sehr schön. Sehr gut, Visi. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, das bei dir 30 Dinger, glaube ich, ne, Visi, oder? So irgendwie circa? Ja, könnte hinkommen. 30, wenn nicht sogar 40. Dann machen wir das nächste Mal doppelt, wenn Wolfi denn zurückkommt. Dann feiern wir Normal hatte ich ja noch eine zweite Rampe da, um das abzugleichen quasi. Das spielt dann mehr, weißt du, und macht halt mehr Spaß zuzugucken im Dunkeln. Ja, wir können die auch so über Kreuz machen, ne? Oder dass sich die so gegenseitig so machen, weißt du? Ein rechts, ein links über den See. Also, dass die Kugeln sich gegenseitig so, ne, hin und her sind quasi. Wisst ihr, wie ich meine? Lol. Hast du mit Rino wegen Streaming auf deinem Server gesprochen? Irgendeiner hatte mich mal angeschrieben. Und, aber dann war auf einmal ganz blass geworden und seitdem hat er nichts mehr gesagt. Wenn er mir sagt, wie er im Discord heißt, kann ich dem Originaltext nochmal schreiben.
Wieso läuft Lea denn hier? Lea denn in Unterhose rum, Lea? Oh, Lea, schon wieder orange. Was ist denn los? Hat sich das Feuerwerk jetzt umgebracht? Nein, da. Aber Lea möchte einfach nur mal orange rumlaufen. Sie sieht gar nicht so bambihaft irgendwie aus, ne? Komisch. Nee. Lea hat nur orange angezogen. Hm. Ja, Imperator, weil die Lizenzgebühren bei mir auf dem Server ziemlich hoch sind, deswegen. Wir sind ja ein Premium-Server, weißt du, kein 0815. Dann, alles gut, Onkel. Und dann sind manche Leute immer blass, wenn sie das dann durchlesen, die Anforderungen. Genau, Uhol. Also das waren jetzt zusammen bei uns knapp über 50. Heftig. Und du hattest bestimmt Zähne gespawnt, oder? Große. Dreimal, 30 und ich nochmal. Ja, haut hin. Nein, die Hoppel. Die Hoppelhäschen. Die sind doch so lieb. Und die schmecken auch gar nicht. Aber wenn man sich die mal wirklich von nahem anguckt, gell, Alter, so ein Fell und für ein random Tier, ne, NPC, also. Ist schon gut gemacht, sagst du, oder was? Auf jeden Fall. Ja, wir wollen gleich ins Bett gehen, Pivo. Oh, Guido, der DJ ist da. Ja, wir gehören hier alle zusammen, ne? Leute, merkt das langsam. Die Hühner, wie die immer wegfliegen, ey. Na, die Hühner haben Angst, Olli, das darfst du nicht machen. Die rennen ja mal gleich weg und die schmecken auch gar nicht so gut. Soll ich mal Baby Popo check? Wolfi! Bis gleich. Blubby auch eher nach Pibo nach Blubby. Wir machen jetzt gleich alle Feierabend. Also ich zumindest. Die scheiß Möwen, ey. Ist es Honey oder was? Albert, was denn?
Hoppel der Hase und Frieda das Hühnchen. Und Bambi ist auch da. Bleibt direkt still stehen. Guck. Ja, so kann man die mal angucken, ne? Bambi ist frei. Ja, hoppelt weg. Da hinten läuft der Albert rum. Der Albert ist unser Barty. Ist das echt Barty, ja? Ja, der fast kopflose Barty. Oh nein, der Psycho-Barty. Ach, so schlimm ist der gar nicht. Ja, aber der kommt an und bringt sich immer um einfach. Und also ganz ja, nicht immer, das hat er dreimal gemacht und seitdem kennen wir ihn. Das ist so.